schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir hier? Alter, langsam kommen wir zum Mittelpunkt des Planeten hier. Kommt ja bald die Lava. So, noch ein paar Felsenbomben. Ich weiß nicht, wieso findet man denn so viele? Man braucht die doch eigentlich kaum nie. Oder meint er, ich muss die ganz normalen Gänge auch hier und da immer mal wegsprengen, weil da überall noch versteckte Wände hin da sind. Ich glaube, das darf aber nicht wahr sein. Alter! Alter, hier können... Oh. Ich dachte gerade, hier können wir uns ausruhen, aber es ist nur ein Rätsel. Shanna ist am Verhungern hier, das ist doch scheiße. Zerstörungsfertig. Ja, das ist... Ach Mann, ich weiß es nicht. Ich erkläre euch jetzt, wie ich das gedenke zu tun. Hier ist der Stuhl links, da ist der Stuhl in der Mitte, also mache ich ihn da rechts. Hier ist das Bett rechts, da ist es links, also mache ich es da in der Mitte. Hier ist der Kleiderschrank links, da ist er in der Mitte, also mache ich ihn da rechts. Hier ist das Bücherregal in der Mitte, da ist es rechts, also mache ich es da links. Also ich mache so, dass jedes Objekt einmal an jedem Platz ist. Das ist mein Ziel bei dieser ganzen Angelegenheit hier, weil das ist das Einzige, was für mich logisch erscheint. Und es leuchtet ja auch blau, also ist es wahrscheinlich sogar sowieso richtig. Ja, okay. Das wird allein dadurch schon richtig sein. So. Ist der Tisch. Muss nach rechts. Okay, das war wieder easy going. Shanna löste Puzzle. Ruheloses Rätsel knacken, ja, wie geil ist denn das bitte, frage ich euch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das vierte... Das ist das Problem, ich habe auf dieser Insel keine Ahnung, ob das das vierte oder das fünfte Rätsel war, aber kein Problem, deswegen seid ihr ja da. Das wievielte Rätsel war das? Ich habe nämlich absolut keinen Schimmer mehr. Nein, brauche ich nicht, kriegen wir. Da haben wir schon Eisen. Mega. Mega. Und da haben wir eine neue Kurskugel. Oh. Shanna aktiviert die Kurskugel. Du kannst jetzt hier hinspringen. Eisenschürfstelle. Shanna erhält folgendes. Eisen. Oh, Shanna lernt eine neue Anleitung. Eisenbarren, ein schweres Stück geläuterten Eisens. Was hast du da gerade eingesammelt? War das Eisen? Der alte Margrok meinte, dass er 10 Klumpen will, also können wir noch nicht aufhören. Versuchen wir mal noch mehr zu finden. Das machen wir. Das machen wir. Oh. Dürfen wir hier sogar bauen, oder was? Ach, Heilkräuter wollte ich genau, Alter. Ups. Ja, machen wir 9 Stück. Brauchen wir... Was brauchen wir denn dafür dann? Dafür brauchen wir dann jeweils 3 Eisenbarren. Gut, hier ist... Das ist auf jeden Fall einfacher, als die Kupferwand zu bauen. Ja, das ist in Ordnung. Grasfasern und Baumwolle für das Felsenbombenbett. Dafür brauchen wir dann auch Eisenbarren. Hierfür brauchen wir einen Eisenbarren. Ein Klumpen grauen matten Metalls, aus dem zahlreiche Dinge hergestellt werden können. Shanna, meine Brustmuskeln zucken zu dem unverkennbaren Rhythmus von Eisen. Wir müssen angekommen sein.
aber das Gerüst hier ist nicht unbedingt im besten Zustand. Sieht nicht aus, als könnten wir da auch nur hochklettern, um das Metall abzubauen. Was meinst du, Shanna? Kannst du uns einen deiner berühmten Baupläne machen? Wenn das Ding erstmal repariert ist, kann ich die Jungs da hochschicken, ohne mir Sorgen zu machen, dass sie runterpurzeln und sich den Hals brechen. Immer so lachen, nicht so schlapp. Oh, oh! Da heben wir ab. Shanna zeichnet folgenden Bauplan. Stabiles Gerüst. Ach, scheiße. So. Ja, Steinstufen. Vier. So, zweimal Wandleuchte, sechsmal Leiter, viermal Steinstufe. Ist das der Bauplan fürs Gerüst? Sieht ja aus, als hättest du alles im Griff, Shanna. Sobald die Leiter und die Plattform repariert sind, klettern die Jungs und ich da hoch und machen uns ans Fluss ran. Wir brauchen eine schöne lange Leiter, um da hochzukommen. Setz die ersten paar Sprossen an, dann kannst du den Rest im Klettern bauen. Wenn du eine Stelle für deine Erbauerzauberei brauchst, ist da drüben eine Werkbank. Meint er, hier ist dann... das sieht ein bisschen härter aus, ne? Meint er, hier ist dann... Okay, vielleicht brauche ich dann hier auch erst irgendwie storymäßig den Eisenhammer, der mir natürlich... Naja, was heißt gespoilert? Es ist ja klar, dass es irgendwann noch einen besseren Hammer geben musste. Und wahrscheinlich brauche ich einen Eisenhammer, um da dann weiterzukommen. Das werden wir sehen. Ich könnte es jetzt auch mit einer knalligen Bombe probieren, aber warum verschwenden? Warum verschwenden? Steinstufen. No, warum jetzt schon wieder? Immer in den besten Momenten. Kriege ich jetzt schon Eisen? Oder habe ich es jetzt knapp verpasst, weil die erst da hoch müssen? Komm mal her, was haben wir? Was haben wir? 17 Kohle, 11... Oh, ist gestiegen. 17 Kohle, 11 Kupfer. 160 für ihn. Oh, wenn wir Glück... Er braucht noch... Vielleicht schaffen wir das schon beim nächsten Mal. Vielleicht schaffen wir es schon beim nächsten Mal. So, wir waren bei den Steinstufen. Das waren die. So, dann brauche ich sechsmal Leiter. Und zweimal Wandleuchte. Oh, bitte sagt, oh, bitte lasst mich Schleim haben. Bitte lasst mich Schleim haben. Ja. So, das heißt eine Fackel, fünf Fackeln. Dann nochmal raus, das weg, nochmal rein. Und zwei Wandleuchten. Zack, bum, bang. This is the shit we want. Ich war, gut, ich frage mich jetzt zwar, wo das ein Gerüst ist, weil ich habe eigentlich hier nichts verstärkt. Aber in Ordnung. Shanna stellt folgendes fertig. Stabiles Gerüst. Hey, hey! Prima gemacht, Shanna. Jetzt kommen wir an das Eisen, das ganz oben bei der Decke ist. Ja. Oh, Shanna. Oh, hallo, Shanna. Muss schon sagen, das Gerüst sieht stabil aus wie nur was. Eine Bauerin wie dich dabei zu haben, ist echt die Wucht, das sage ich dir. Das so gerne sprengen. Jetzt, wo das Gerüst steht, können wir auf einer ganz anderen Ebene abbauen. Ja, alles klar, Jungs. Zeit zum Abbauen. Du auch, Shanna. Hol den Nama raus. Maruk wollte, dass du ihm 10 Klumpen von dem grauen Zeug bringst, richtig? Wir bringen das ganze Eisen, das wir finden, dann später hoch. Hör dir den nächsten Abendbericht an, ja? Oh, eine kleine Erinnerung. Vergiss nicht, die Kurskugel da drüben zu aktivieren, bevor du gehst. Das würdest du bereuen. Ja, das haben wir natürlich schon in weiser Voraussicht gemacht, weil ich bin klüger als du.
Die ist, ja, also wenn ich mir vorstelle, wie weit dieser Weg ist und dann der Weg von der zu der, das ist ja eigentlich ein schlechter Witz. Das ist ja quasi eigentlich ein schlechter Witz. Das steht mir im Weg, dieser Pinkelkopf. Ah, das funktioniert nicht. Ich hätte gedacht, dass der Megaschlag vielleicht das komplett kaputt macht. Na, einmal frei. 9 von 10. Putztausend! Das ging ja fix. Schon 10 Klumpen Eisen in der Tasche. Wie wär's, wenn du die zu Margrog bringst und was für uns übrig lässt? Ach ja, Shanna, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber die Mine hat 2 Ebenen, eine obere und eine untere. Ich glaube, hier oben haben wir alles erkundet. Wieso gucken wir 2 nicht mal, ob wir den Weg in die untere Ebene finden, bevor du zu Margrog gehst? Zu deinem Glück weiß ich genau, wo wir mit dem Suchen anfangen können. Komm mit, Shanna. Ja, sofort. Ich möchte nur gern den Eisenblock hier noch zerstören. Weil der gefällt mir nicht so, wie er da ist. Okay, du kannst natürlich wieder weg. Ist hier irgendwas News? Achso, ne, ist gut, das kennen wir, das kennen wir, das kennen wir, ist kein Problem. Okay, okay. Ihr sollt Eisen ab... Was steht ihr denn? Ihr sollt Eisen abbauen, ey. Mann, ihr verfluchten Pack. Das sieht nach einer Sackgasse aus. Tut mir leid, dass ich dich hier runtergeschleppt habe, Shanna. Aber wenn meine zuckenden Oberschenkelmuskeln nicht lügen, würde ich behaupten, dass hinter dem Felsgedöns hier noch ein Tunnel ist. Das Problem ist, dass der Fels zu hart zum Zerbrechen aussieht. Ich glaube nicht, dass dein Hammer das schafft und deine rostigen, knalligen Kugeln auch nicht. Du kannst ja versuchen, aber ich glaube, du solltest besser mit Margrog reden. Mal sehen, was der alte Glatzkopf meint. Vielleicht kann der Herr Meister Metallarbeiter ja was mit dem Eisen anstellen, das du gefunden hast. Okay, dann haben wir es also erstmal bis hier soweit geschafft. Also Abmarsch. Zack. Stadt Hammerholm. Stadt Hammerholm. Hallo Kupfermann, du hast... Oh, hier, das nehmen wir. Mann, was wollt ihr denn schon wieder? Was wollt ihr? Okay, die macht Pilzspieße. Sind 6 Pilzspieße drin. Wie geil ist denn das? Ja. Ah! Ah, du hast das Eisen gefunden. Dann gehe ich davon aus, dass die Bergarbeiter jetzt an den Flößen arbeiten können. Eine Erbauerin wie du könnte ein paar nützliche Werkzeuge aus Eisen herstellen. Ein Metallhammer würde Blöcke viel besser zerbrechen als das alte Holzding, mit dem du immer herumfuchtelst. Was aber noch wichtiger ist, was läuft da zwischen dir und Babs? Was soll das heißen, du weißt nicht, wovon ich rede? Nun tu nicht so ahnungslos, Mädel. Ich habe den Blick in ihren Augen gesehen, als sie dir die Pilzspieße gegeben hat. Versteh mich nicht falsch. Ich schlage mich nicht mit diesen Rüpeln um Babs Zuneigung. Ich will nur wissen, was ich tun muss, um auch in den Genuss ihrer köstlichen Kochkünste zu kommen. Also, wegen dieser Pilze, die sie dir gegeben hat. Ist davon etwas übrig? Möchtest du vielleicht mit mir teilen? Lass mich wenigstens den Saft vom Spieß ablecken. Shanna, liegt das an mir oder hast du auch gemerkt, dass die Leute hier sich richtig komisch benehmen, sobald jemand Babs erwähnt? Liebe, sagst du? Nie gehört. Wenn du welche findest, gibst du mir was ab? Da 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 da.
Du hast also endlich etwas Eisen gefunden, ja? Du machst da unten gute Fortschritte. Aber es wird nicht immer so einfach sein, darauf kannst du wetten. Früher oder später wirst du auf einen Tunnelabschnitt treffen, der zu hart für deinen Holzhammer ist. Wenn du die Felsen zerbrechen willst, brauchst du einen härteren Hammer. Und dafür brauchen wir einen Schmiede, für den Schmied das zweite Zuhause. Ich möchte, dass du die Wände ganz aus Eisenblöcken baust. Ich finde, wenn man von Eisen umgeben ist, inspiriert das zu besserer Schmiedearbeit. Drinnen brauche ich ein Schmiedefeuer, einen Ledersack, einen Topf und eine Truhe. Dann können wir so richtig viele Eisen im Feuer haben. Was? Komplett aus Eisen? Bist du denn bescheuert oder was? Bam 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 bam. Nee. Nein, das ging gar nicht, daran erinnere ich mich. Das ist, ja, das ist vielleicht ganz annehmend. Du warst leer, ne? Du bist leer, das ist gut. Da müssen wir mal gucken, wie wir das professionell erledigen. Was? Nein! War es dir zu hell oder was? Du Lappen! Arschgesicht. So, dann lass uns unser Fleisch nehmen. Okay, oh, jemand. Oh! Eine Schmiede will er haben. Na gut, dann pennen wir erstmal, dass der Geist nicht... Dann pennen wir erstmal nicht. So, hier, ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Wir sind levelmäßig sowieso schon so weit. Na, ich habe schon wieder alles zerstört. Wo sind... Lebensteinmauer? Wieso habe ich die bei mir? Och, man geht mir doch nicht auf den Knall. Okay, wie machen war das professionell? Hier kommt ja die Wand vor. Ey, Hauptsache, ich soll ihm eine Wand aus Eisenblöcken bauen. Ich, ach so, ich habe zumindest das Eisen behalten. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, also. Also, Leute. Los, jetzt zieh zu da. Och, Scheiße hier. Hm.
Okay, alles gut. So. Ach nee, auch scheiße. Oh, Mist. Gut, dann, ja gut, dann lasst uns mal kurz. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Google ist es gewesen. Also ein Kommentatorenschreiber. Der hat ein Rätsel, was er nicht lösen kann. Und das will ich mir angucken. Ich will wissen, ob ich es auch nicht lösen kann oder ob ich da behilflich sein kann. Ich wäre natürlich gerne behilflich und deswegen werden wir dieses Rätsel auskundschaften. Und das soll irgendwo hinter dem Würfelrätsel sein. Da soll irgendwo ein Turm sein. Und an der Spitze des Turms befindet sich wohl dieses Rätsel. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, solange... Okay, da ist schon der Turm, mega gut. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, solange... Solange das Eisen im Feuer brät. Easy going. So, du Schlampe. Du willst es, du kriegst es. Das sieht schon mal scheiße aus. Okay. Okay. Sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Nur das Ding ist, wir brauchen Eisen. Beziehungsweise wir brauchen Schienen. Wie viele Schienen habe ich? Ich glaube, sieben Stück reichen nicht. Also, so wie ich das sehe, kann ich die da benutzen? Wartet, lasst uns hier mal umgucken. Also, ich bin der Meinung, wir müssen quasi eine Achterbahn bauen. So wie das aussieht, bin ich der Meinung, dass wir eine Achterbahn bauen müssen. Die Blöcke, die sind alle nicht kaputt. Ach, das kann dran sein, dass das aber nur an dem Hammer liegt, dass das nicht an dem Rätsel liegt, dass wir die noch nicht kaputt machen können. Hier soll Ende sein. Kann man springen oder? Nee, ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man irgendwie abspringen kann mit der Lore. Loren haben wir aber auch hier sogar. So. Okay. Okay, okay, okay. Das wäre doch gelacht. Es hat schon mal blau geleuchtet, das bedeutet schon mal, dass es richtig war, was wir da gemacht haben. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich fand das Rätsel leider Gottes gar nicht so schwierig. Das muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Also, was soll ich dazu sagen? So schlimm war es gar nicht. Gab bestimmt einfachere, aber gab auch schwierigere. Ach nein, auf ich das schon scheiße. So, dann gucken wir mal, ob wir da hinfliegen können. Tja, Alter, Leute. Das hat mit dir oben gar nichts zu tun. Das ist einfach nur, damit man hier oben für das Rätsel. Wie geil ist denn das? Lol. Und the next one completionated. Schon erhält eine Mini-Medaille. Ja, wie geil ist denn das? Also das Rätsel, Mr. Google, war nicht so schlimm. Kannst auch du lösen. So. Shanna ist... Ja, natürlich ist Shanna hungrig.
Die Gefräßige. Shanna, die Gefräßige. Sie ist Shanna, die Gefräßige. Was? Wundervoll. Einfach wundervoll. Wir könnten das natürlich hier noch so weit alles mitnehmen, aber nee. Oh, wir haben sogar mehr Schienen jetzt, als wir davor hatten. Das ist geil. Ja, gut, damit hätten wir das Rätsel gemeistert. Das müsste jetzt die 5. oder 6. Mini-Medaille sein. Ich weiß es immer noch nicht, aber jetzt, wo wir schon mal hier hinten sind, gehen wir doch einfach mal davon aus, dass wir vielleicht, ganz, ganz vielleicht, aber nur hier in der Nähe ein besonders starkes Monster haben. Das will ich töten. Wir haben auf Grünefeld 3 gehabt. Also rechne ich auch hier wieder mit 3. Wir hatten erst 1, aber haben auf der Oberfläche. Gut, kann natürlich sein, dass unterirdisch auch besonders starke Monster aufkreuzen. Aber wir gucken erstmal hier. Wir gucken erstmal hier. Kann auch sein, dass es, so wie es aussieht, anscheinend nur das Rätsel gewesen ist. Es war nämlich anscheinend nur das Rätsel hier. Na gut. Deswegen müsst ihr mich ja nicht verprügeln. Okay, da ist aber was Schlucht... Okay, was Schluchtmäßiges. Na gut, dann gehen wir da nochmal reingucken. Das Eisen ist zwar mittlerweile mit Sicherheit fertig, aber wir müssen ja nicht direkt dahin. Scheiße. Dann gucken wir mal hier ein bisschen. Alle Rätsel wollen gelüftet werden. Und ich meine nicht nur die Puzzles. Ich meine alle Rätsel. Es soll auch auf jeder Insel sowas wie den Drakenstapel geben, hat mir jemand auf Grünefeld noch gesagt. War das... Ah, oh, mir fällt der Name nicht ein. Es tut mir leid, ich komme nicht auf deinen Namen, aber es sind zu viele Kommentatorenschreiber. Ich kann mir doch nicht alles merken. Ah, du bist der mit A, mit deinem orangenen Profilbild. Ich bin mir quasi zu 80% fast sicher. So, aber wir haben hier noch nichts bisher gefunden, was irgendwie an den Drakenstapel erinnert. Und da werden wir hier anscheinend auch nicht den Anfang mitmachen. Ne, hier ist keine Höhle oder sowas. Nein. Ich habe jetzt auch eigentlich gar keine Lust auf ein Puzzle. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich Lust auf einen besonders starken Gegner. Und zack, bumm, da kommt er. Ja gut, der Ogre, muss ich ganz ehrlich sagen, der Ogre, der sieht respekteinflößender aus als der Drache. Deswegen würde ich ganz gerne vielleicht Saves the Game. Na gut, mein Wasser ist auch schon wieder fast alle, der letzte Schluck, dann war's das. Ja, wundervoll. Wundervoll. Ist kein besonders... Doch, ist ein besonders starkes Monster. Ja, ist aber auch ein Lappen. Du bist ein Lappen, hörst du mir nicht zu? Mann, wieso muss dieser scheiß Skorpion sich hier einmischen? Och, Mann, du Mistsau! Ja, das passt natürlich wieder mega geil. Marwurf wird stärker und Shanna erreicht Stufe 15. Ihre maximalen Lebenspunkte erhöhen sich. Und wir lernen noch was Cooles. Bitte für mal Rote jetzt. Eisenbreitschwert könnte Angriff plus 5.
Ist, nee, ich glaube, das ist nicht für Malwurf. Ein schweres, stabiles Schwert aus Eisen, Angriff plus 50. So, ich habe doch hier, warum habe ich eigentlich Heilkräuter gebaut? Mann, ey! Bah. Ich hab's. Oh, es wird eingeblendet. Zum Glück, ey. 440. Das geht ja schon. Komm erstmal mit, Malrus. Du musst dich kurz ein bisschen erholen. Oh! Mann, ey, wenn diese scheiß Skorpione nicht wären, Alter, die gehen doch am meisten auf den Sack. Malwurf, du verreckt, Alter, du Pisser. Ey, der kann nichts. Warum stirbt Malrus bei dem? Du musst nur ganz nah an dem dranbleiben. Malrote, nein, stirb bitte nicht. Ich mag dich. Hier, raus aus dem Gefecht. Kein Problem. Oh, das Mann, ich hasse mein Leben so sehr. Oh. Mann, ey. Bei beiden besonders starken Gegnern ist genau der Moment, wo der Moment ist. Mann. So, ich hoffe, wir kriegen geile Scheiße. 33 Kohle, 6 Eisen, 11 Kupfer. Na gut, ist in Ordnung. Also Goldtonne. Und 16 fehlen ihm jetzt noch oder 21? 21. Ach du Kacke. Also noch eine Nacht warten. Wobei, wir haben ja noch eine Quest, deswegen ist es eigentlich egal. Ah, halb so wild. Ach mal, Rote schießt auch mal wieder auf, du Kackbratze. Der geht gleich wieder kaputt, oder? Ach nee, das ist er. 800 Erfahrungspunkte. Ah. Schon erlernt eine neue Anleitung. Kraftschild, ein prächtig polierter Schild, der himmlische und irdische Kräfte birgt. Abwehr plus 14. Tja. War bisher auf jeden Fall der längste Kampf, größte besondere Bossgegner und der erste bisher, der Malrotius zerstört hat. Aber natürlich, Leute, ich bitte euch, wie sollte es anders sein? Natürlich nicht Shanna.
Ist doch für uns. Es kommt nichts mehr für Malwulfe. Und hier Gold, Silber, Zinizium. Ja, toll. Ey, wir lernen hier was und können das nicht mal bauen, ey. Mann, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Nichts kann ich. Jetzt müssen wir erstmal einsammeln hier, wie die Bekloppten. Und damit endet eine weitere Folge Dragon Quest Builders 2. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wir riechen uns dann bestimmt wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.